Grüßt euch. Moto Gymkhana kann man grundsätzlich mit jedem Motorrad fahren. Das ist einfach so. Der eine oder andere von euch wird vielleicht früher oder später allerdings den Wunsch entwickeln, sich ein extra altes, abgeranztes Motorrad zuzulegen, speziell für Moto Gymkhana. Sollte das der Fall sein, gibt es einige Aspekte, die man bedenken muss. Vorneweg, Moto Gymkhana ist ein Sport. Das fühlt sich am Anfang, so ganz am Anfang vielleicht gar nicht so sehr danach an, aber glaubt mir, ihr werdet relativ schnell anfangen zu schwitzen und euer Motorrad muss es mitmachen. Euer Motorrad muss mit euren Fähigkeiten mitwachsen auf eine lange Zeit. Ansonsten seid ihr vielleicht in einem Jahr oder anderthalb Jahren enttäuscht und müsst euch ein anderes Motorrad zulegen. Ihr solltet Ausschau halten nach einem sportlichen Motorrad. Einige Beispiele, die sehr beliebt sind, ist zum Beispiel die CBR von Honda, die CBR 600RR, CBR 604 Fi oder die 900 Fireblade. Das sind alles Motorräder, die sehr gut funktionieren. Auch von Suzuki die GSX-R, egal welcher Hubraum. Sportliche Motorräder bringen einfach, was das Fahrwerk angeht und die Motorcharakteristik, genau das mit, was wir beim Moto Gymkhana brauchen. Ihr werdet einige Modifikationen am Motorrad vornehmen. Das macht natürlich Sinn, vorher zu gucken, ob diese Modifikationen für dieses Motorrad auch möglich sind. Zum Beispiel Sturzbügel. Es gibt nicht für jedes Motorrad gute und geeignete Sturzbügel. Ist es möglich, das Motorrad entsprechend auszubauen und weiterzuentwickeln? Wichtige Frage natürlich, welcher Motor ist geeignet? Grundsätzlich kann man sagen, rein Vierzylinder sind optimal für Moto Gymkhana geeignet. Die sind sehr laufruhig, die sind sehr geschmeidig und die gehen vor allen Dingen auch in niedrigen Drehzahlbereichen sehr sanft und sehr kontrollierbar ans Gas. Das heißt aber nicht, dass man unbedingt einen rein Vierzylinder fahren muss. Es gibt auch andere Motoren, die gut geeignet sind. Zweizylinder zum Beispiel, wenn man einen kleinen, hubigen Zweizylinder hat, wie zum Beispiel die VTR 250, die in Deutschland eigentlich kaum verkauft wurde. Die sieht man in Japan zum Beispiel relativ oft bei Competitions, wird die gefahren und die ist wirklich sehr, sehr gut geeignet. Anderes Beispiel zum Beispiel die MT07, mit der ich ja auch angefangen habe. Das ist auch ein gutes Motorrad für Moto Gymkhana. Damit kann man auch wirklich weit kommen. Ein Problem dagegen sind großhubige Zweizylinder. Die sind einfach von der Motorcharakteristik zu ruppig. Dreizylinder sind irgendwo so dazwischen. Die haben unten raus guten Drehmoment, sind ein bisschen ruppiger als ein Vierzylinder, funktionieren aber wunderbar. Zum Beispiel die MT09 oder, was sehr beliebt ist, ist die Street Triple von Triumph. Das ist ein sehr wendiges, sehr agiles Motorrad, das eben auch sehr gut funktioniert für Moto Gymkhana. In der Regel ist man ja auf der Suche nach älteren und günstigen Motorrädern. Da kommt unter Umständen die Frage auf, Vergaser oder Einspritzung. Grundsätzlich geht beides, aber Vergaser ist natürlich wartungsintensiv, das Ding muss man einstellen, da hat man einfach viel Stress und Hassel. Bei dem Einspritzer dagegen hat man kontinuierlich seine Leistung, wie man sie gewohnt ist. Also wenn ihr die Wahl habt, tendiert eher zum Einspritzer. Wenn ihr auf der Suche seid nach einem Motorrad, guckt viele Videos an und zwar von guten Fahrern. Schaut nicht nur, wie die fahren, sondern schaut vor allen Dingen, was die fahren. Denn wenn jemand mit einem bestimmten Motorrad eine Top-Zeit fährt, dann könnt ihr sicher sein, das Motorrad funktioniert. Ein letzter Tipp noch, wenn ihr euch für ein Modell entschieden habt und wenn ihr eine gute Anzeige gefunden habt, Preis stimmt, das Teil steht gut da. Bevor ihr kauft, postet die Anzeige kurz in der Facebook-Gruppe und holt euch nochmal ein Feedback. Vielleicht gibt es ja jemanden, der auch mit genau diesem Modell Erfahrungen hat, die er dann gerne mit euch teilen. So, dann viel Glück und viel Erfolg bei der Suche. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr auf irgendeinem Training oder bei irgendeiner Veranstaltung. Wir sind jetzt schon am Planen für nächstes Jahr. Es wird einige tolle Veranstaltungen geben. Vielleicht sehen wir uns da, vielleicht dann mit einem neuen extra Moto Gymkhana Motorrad. Bis dahin, get your cones on. Tschüss.